Eigentlich sollten am morgigen Mittwoch zum nun schon 6. Mal Geflüchtete per Sammelabschiebung nach Afghanistan geflogen werden. Aufgrund des Anschlags im Kabuler Diplomatenviertel wurde dieser Flug jedoch zunächst verschoben. Bei dem Angriff wurden unter anderem die deutsche und die französische Botschaft beschädigt. Es ist die Rede von 80 Toten und über 100 Verletzten. Ungeachtet dessen hatten die deutschen Behörden heute damit begonnen, die Abschiebung zu vollziehen und die Betroffenen in Gewahr zu nehmen. Gegen die Abschiebung nach Afghanistan im Allgemeinen und die Sammelabschiebungen im Speziellen gab es bereits viele Demonstrationen und Kundgebungen. Konkret hatte erst vergangenen Mittwoch die Berufsschule 11 in Nürnberg am Olof-Palme-Platz gegen die drohende Abschiebung eines ihrer Mitschülers protestiert. So hieß es im Aufruf: Die Bestimmungen, dass Mitschüler aus dem Unterricht geholt und abgeschoben werden können, finden wir ungerecht und kontraproduktiv, da die Schule ein Ort ist, der sie auf ihr Leben in Deutschland vorbereiten sollte. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen und zeigen, dass die Schule ein Ort des Lernens, des Wissens und der Gleichheit ist und kein Ort der Unterscheidung, des Separierens und der Abschiebung. Heute Morgen kam es allerdings genau dazu. Laut der Berufsschüler waren zu Beginn bereits Polizeibeamte im Lehrerinnenzimmer der Schule. Als der Betroffene selbst in der Schule ankam, wurde er von seinem Lehrer in das Lehrerzimmer gebracht. Ins Lehrerzimmer, und dann sind die halt nach unten gegangen zum Auto, aber das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Zunächst hat sich dann ein einzelner Schüler vor das Polizeiauto gesetzt, um dieses zu blockieren. Der ist da hingegangen und hat den dann halt hat mit protestiert, so gesagt. Er hat sich vor das Auto gesetzt. Dann hat er uns angerufen und wir sind auch hingegangen und dann haben wir uns halt da hingesetzt und haben dann so lange protestiert, wie geht halt. Diese Beschreibung deckt sich mit der Beschreibung der Polizei. Nach etwa 2 Stunden, also etwa gegen 10 Uhr, beschloss die Polizei dann, den Abtransport durchzusetzen. Dies war der Moment, in dem die Situation gewalttätiger wurde. Laut Angaben der Polizei hatte der Abzuschiebende im Laufe der Blockade begonnen, sich gegen die Verhaftung zu wehren und musste mit unmittelbarem Zwang in den Streifenwagen gebracht werden. Dieser unmittelbare Zwang wurde auch gegen DemonstrantInnen eingesetzt. Polizeisprecher Rauenbusch: Also nach mehr als 2 Stunden hat man dann den 20-Jährigen trotzdem abtransportiert. Dabei kam es eben zu diesem Polizeieinsatz, bei dem wir unmittelbaren Zwang anwenden mussten und auch Pfefferspray einsetzen mussten. Dabei wurden nach seinen Angaben 3 PolizistInnen verletzt. Viele der DemonstrantInnen waren erschrocken vom Gewalteinsatz der Polizei. Und haben uns auch versucht, dann wegzubringen, und die haben dann schon ziemlich... Wurden weggezerrt. Ja. Leute auf der Straße saßen, wurden weggezerrt, in die Augen gedrückt wurde. Es wurde weggeschliffen, sie sind mit Hunden, haben sie uns weg... Sie haben den Schlagstöcke auf uns alle drauf. Eine Demo-Teilnehmerin beschreibt mir den Verlauf. Es haben sich dann so Sitzblockaden, Ketten gebildet, und die sind rein, haben versucht, Finger umzubiegen, zu brechen halt, haben reingeknüppelt, es wurde gepfeffert, und in dem Moment haben sie dann den Geflüchteten eben aus dem einen Auto in ein anderes rüber und sind dann über die Wiese gefahren, und halt um abzuhauen sozusagen. Die Menschen haben noch versucht, das Auto irgendwie aufzuhalten, sie sind brutal in die Menschen reingefahren, Leute hat es über die Motorhaube gehauen. Ich spreche mit einem weiteren Teilnehmer. Er hat eine große, sichtbare Verletzung von einem Schlagstock am rechten Unterarm. Ich fragte ihn, wie es dazu kam. Ich war dann später auf der Wiese um diese Kirche da oben am Berliner Platz, wo dann halt die mit also Schlagstöcken halt auf die Leute losgegangen sind und genau, und eben auch Leute angefahren haben, also Leute auf die Motorhaube geknallt sind. Als der Wagen mit dem Abzuschiebenden weg war, bildete sich sehr schnell eine Spontandemo. Diese zog von der Berufsschule zur Ausländerbehörde der Stadt Nürnberg in der äußeren Laufer-Torgasse. Dort forderten sie, mit dem Amtsleiter zu sprechen. Ab diesem Zeitpunkt und bis zum Ende kam es zu keinerlei gewalttätigen Szenen mehr. Die Polizei leitete die Demo zum Hintereingang des Gebäudes. Während VertreterInnen der Demo mit dem Amtsleiter sprachen, wurden draußen Sprechchöre gerufen. Alle Menschen bleiben hier! 1, 2, 3, 4! Alle Menschen bleiben hier! 1, 2, 3, 4! Der Amtsleiter Olaf Kuch beschreibt mir die Gespräche so. Es war also ein Gespräch von 2 Schülern und einem Klassenleiter und einer Vertreterin des Integrationsrats. Der Stadt war auch dabei. Man wollte mit mir sprechen. Ich habe dann erstmal als Hauptpunkt leider zu verstehen geben müssen, dass wir gar nicht zuständig sind, dass ich Ihnen gar nicht wirklich Auskunft geben könnte über Ablauf und Person, weil das ja ein Fall der Zentralen Ausländerbehörde, der Regierung von Mittelfranken war.
Er sieht die Zuständigkeit für derartige Fälle außerhalb seiner Behörde. Also es ist ja so, dass die zentrale Ausländerbehörde des Freistaats Bayern diese Fälle an sich gezogen hat. Das heißt, vollziehbar Ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber werden von dort bearbeitet und dann ist die Zuständigkeit weg. Das heißt, wir können nichts mehr sagen zum Fall, zum aktuellen rechtlichen Status und eben auch zu geplanten Maßnahmen oder vollziehbaren Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung, der Abschiebung. Bin ich letztendlich auch noch auf Informationen von außen angewiesen. Vor den DemonstrantInnen sehen die VertreterInnen dennoch kleine Erfolge. Wir aber rausgezogen haben aus dem Gespräch ist, dass wir schon mal den Erfolg hatten, dass er mit uns geredet hat. Das heißt, ihr seht, Protest bringt auf jeden Fall was. Dann die Stadtspitze rotiert, die haben da schon angerufen, die wollen wissen, um wen dreht es sich halt. Auch ein Erfolg. Wir haben das in die Medien gebracht, wir haben das weitergebracht und ich glaube, in der Zukunft wird niemand mehr aus unserer Schule abgeschoben. Das sind unsere Erfolge. Jawohl. Trotzdem sind sie selbstverständlich ernüchtert. Was wir nicht geschafft haben, ist, dass unser Kollege, unser Mitschüler, dass er nicht abgeschoben wird. Das heißt, wir sehen uns jetzt mit der Situation konfrontiert, dass er wahrscheinlich in einer Zelle sitzt. Auf der Demo machte die Nachricht, dass der Abschiebeflug verschoben wurde, sehr schnell die Runde. Die Regierung wolle nach dem Anschlag die deutsche Botschaft in Kabul nicht zusätzlich belasten. Dazu ein Demo-Teilnehmer. Was soll denn das? Es sind 80 Leute gestorben oder mehr bei diesem Anschlag. Die behaupten die ganze Zeit, Afghanistan ist sicher. Sagen Sie mir ein Gebiet, was in Afghanistan was sicherer ist und besser bewacht als das Diplomatenviertel. Das ist die blanke Menschenverachtung, was wir da hören. Gegen 12.30 Uhr wurde die Demo aufgelöst. Wie es mit dem Nürnberger Berufsschule weitergeht, bleibt abzuwarten. Die SchülerInnen der Berufsschule jedenfalls wollen nicht aufhören. Wie wir den Protest weiterführen wollen, das heißt über diese Versammlung jetzt hinaus, ich denke, da werden sich ein paar Leute finden und dann mein Treffen bekannt geben. Das heißt, dass alle, die interessiert sind, an diesem Fall konkret weiterzuarbeiten und auch falls wir es nicht verhindern können, ihn dann in Afghanistan zu unterstützen und insgesamt in die Richtung zu arbeiten, da wird es dann noch Bekanntmachungen geben. Die gestern geplante Abschiebung, ich habe es eben erwähnt, nach Afghanistan wurde ja nach einem Anschlag auf ein Viertel in Kabul vorerst abgesagt. Das klang erstmals erfreulich, die Begründung allerdings lässt an humanitären Gründen zweifeln. Es ging dabei um das Botschaftspersonal in Kabul, das geschont werden sollte. Wenn man sich aber anschaut, wer von dem Anschlag eigentlich betroffen war, dann waren dies erneut afghanische Zivilisten. Was halten Sie also von dieser Begründung des Innenministeriums? Es ist so, dass einem da die Worte fehlen, um das zu kommentieren. Es ist kaltherzig, unbarmherzig, nicht nachvollziehbar, auch rational nicht begründbar. Es wird demonstriert seitens der Terrorgruppen, dass man die Macht hat, im Zentrum der afghanischen Hauptstadt zuzuschlagen. Es wird von der Seite dieser Täter auf zynische Art und Weise bestätigt, was alle UN-Berichte seit einem halben Jahr wiederholen. Die Regierungsmacht schwindet, Taliban-Terrorgruppen sind auf dem Vormarsch. Trotzdem sagt dieser Innenminister, wir machen weiter so wie bisher. Pro Asyl ist nicht alleine als Menschenrechtsorganisation, sondern es sind Richtervereinigungen, es sind Anwaltsverbände, also Organisationen, die über die klassischen Unterstützungsarbeit hinausgehen, die sagen, die Ablehnung der Asylanträge ist rechtswidrig, sie geschieht zu Unrecht. Und deshalb fehlt diesen Abschiebungen auch eine rechtsstaatliche Legitimation. Wir möchten, dass die Abschiebungen nach Afghanistan aufhören. Sie sind nicht zu verantworten. Und dazu braucht man sowohl einen neuen Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Hier duckt sich Gabriel weg und lässt den Innenminister gewähren. Und wir brauchen einen Innenminister, der sich an Recht und Gesetz hält. Sie fordern ja auch nicht nur den Abschiebestopp nach Afghanistan, Sie haben auch gefordert, dass Afghanen, die möglicherweise in Abschiebegewahrsam genommen wurden, freigelassen werden sollen. Wie viel wissen Sie darüber, ob diese Praxis angewandt wurde? Na, er hat ja angekündigt, den nächsten Flieger ein paar Tage später starten zu lassen. Und die Bundesregierung will ja morgen durch den Bundesrat absegnen lassen,
das neue Abschiebegesetz, muss man so salopp zu formulieren, wo man den Ausreisegewahrsam verlängern kann. Man will die Menschen quasi packen bei der Arbeit, bei der Schule, hat das ja gestern dramatisch in Nürnberg getan, setzt sie fest, möglichst so, dass keine Anwälte, Beratungsstellen, Unterstützer Zugang haben und dann ab in den nächsten Flieger. Das halte ich für skandalös. Hier versuchen die Behörden, die gerichterliche Kontrolle des Handelns der Behörden auszuhebeln. Weiß man denn schon, wer von diesen erneut geplanten Sammelabschiebungen betroffen war? Das wird ja immer geheim gehalten, wer es ist. Das sickern hier und da Informationen durch, oft erst hinterher. Wir wissen, dass in Bayern ein Mann inhaftiert wurde, von der Arbeit weg. Und wir haben gestern die dramatischen Bilder gesehen, wo ein 20-Jähriger aus der Schule rausgezerrt wird mit einem Großeinsatz der Polizei. Was macht man da mit den Schülerinnen und Schülern, die sagen, das ist unser Mitschüler, der ist hier, der gehört dazu, der will lernen wie wir. Was für eine Wirkung hat das denn auf die Polizisten? Wir brauchen Polizei, es gibt Kriminalität, das ist ihr Job. Aber dass in Deutschland Polizisten gewaltsam gegen Schüler vorgehen, um einen anderen Schüler rauszuholen, ein Flugzeug zu verfrachten, was dann mitten im kriegsähnlichen Zustand in Kabul landen soll, zu dem Zeitpunkt war der Flug noch nicht abgesagt, sind Zustände im Moment, die hier herrschen, die machen einem sprachlos und wütend zugleich. In einer gemeinsamen Erklärung werfen auch Flüchtlingsverbände wie etwa auch Pro Asyl dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge schwerwiegende Mängel bei Asylverfahren von afghanischen Asylsuchenden vor. Welche Mängel sind denn das? Der gravierendste Mangel ist, dass in diesem Jahr 32.000 Ablehnungen erfolgten, dass die alle auf veralteten Textbausteinen basieren. Es ist zum Beispiel so, dass der UNHCR eine neue Situation sieht, das wurde im Dezember veröffentlicht. Es gibt UNO-Berichte, die berichten von Folter in Regierungsgefängnissen. Es ist klar, es gibt keine sicheren Gebiete. Man möge sich hierzu auch mal die Berichte aus den USA heranziehen, die Ähnliches zutage fördern. Man kann ja mal an diesen Verbündeten gehen und sagen, okay, wenigstens dem glauben wir an dieser Stelle einmal. Also es ist erdrückend, was hier an Lageveränderungen festgestellt wird. Und sämtliche Bescheide aus diesem Jahr sagen, Lage war 2015 so, sie war 2016 so. Und wenn du, junger Afghane, verfolgt bist, kann sein, da gibt es schon irgendwo ein sicheres Gebiet. Das heißt, man nimmt die Änderung der Situation nicht zur Kenntnis und deswegen sind sämtliche Ablehnungsbescheide aus diesem Jahr aus Sicht von Pro Asyl fehlerhaft zustande gekommen. In der von mir schon zuvor erwähnten schriftlichen Kritik der humanitären Verbände heißt es auch, die Qualität der Asylverfahren darf nicht dem politischen Willen zum Abbau der Altfälle bis zur Bundestagswahl geopfert werden. Wie stark im Fokus sehen Sie da die Bundestagswahl, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation rund um die erneut geplanten Abschiebungen? Es gibt ein rechtspopulistisches Wählerpotenzial, das wird bedient. Und wenn ich mir die Äußerung von Herrn de Maizière anschaue, dann muss man ja schon fast den Eindruck haben, als wenn der Koalitionspartner der CDU nicht die SPD wäre, sondern eine rechtspopulistische Partei. Diese Abschiebungen sind rechtswidrig, inhuman und nicht zu verantworten. Seit dem Fall von dem Bundeswehroffizier Franco A., der sich ja als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und wohl einen Terroranschlag plante, steht ja das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge nun in harscher Kritik, was ihr Vorgehen zur Bearbeitung der Asylanträge angeht. Die Kritik gibt es ja aber von ihrer Seite aus sogar noch länger. Nun hat der Fall um Franco A. eine Veränderung bewirkt. Wie gestern der Innenminister de Maizière verkündet hat, sollen nun 80.000 bis 100.000 Asylentscheide neu überprüft werden. Diese Prüfungen sind ja nach dem Gesetz nach 3 Jahren vorgesehen. Wie könnte sich denn das auf das Asylverfahren auswirken? Das ist ein neuer Hammer aus dem Innenministerium, dass man aus den Fehlern nicht die Folge zieht und sagt, wir schauen uns mal die Ablehnungen an, sondern dass man jetzt anfängt, Menschen in Unsicherheit zu stürzen, die hier Schutz gefunden haben. Das ist für uns noch nicht wirklich nachvollziehbar und reflektiert, was dies heißt. Denn wer anerkannt ist, hat ja erst einmal einen Schutz für 3 Jahre. Das ist das nächste Thema, was in großer Zahl auf uns zukommen wird. Das heißt, keine Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit bei Ab-
Ablehnungen, aber man geht jetzt ran und nimmt den Menschen die Sicherheit, die sich hier in Sicherheit wähnten, und die kommen bekanntlich aus Syrien, Afghanistan, Irak, das waren die drei Hauptherkunftsländer.